Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Webseminar Wednesday, einer weiteren Ausgabe einer mittlerweile schon sehr langen Reihe. Mein Name ist Thomas Heber vom Kompositionalität und ich habe die Ehre, Ihnen heute den Referenten Peter Schneider vorstellen zu dürfen. Peter Guten Schneider, Morgen. hallo, guten Morgen, Peter. Ja, so viel Zeit muss sein. Peter Schneider gehört zur Firma Tönes und wird uns heute berichten, aktuelle Informationen aus dem Bereich Dichtung, Dämpfer und Faserbundprofile und wie technische Textilien in diesem Bereich als Problemlöser dienen können. Wir sind sehr gespannt auf den Vortrag. Peter, so circa 30 Minuten, ne? Lass ein bisschen Zeit hinten raus für Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Viel Spaß, die Bühne gehört dir. Das kriegen wir hin. Ja, guten Morgen in die Runde nochmal von meiner Seite. Ich habe auch nochmal den Titel hier vorangestellt, da er ein bisschen länger ist. Ich möchte Sie begrüßen zu dem Vortrag von Dichtung, Dämpfern und Faserverbundprofile, technische Textilien als Problemlöser. Erstmal vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Und ja, was erwartet Sie heute? Nach einer kurzen Vorstellung nehme ich Sie mit, um gemeinsam über den Tellerrand zu schauen und einen kleinen Einblick in spezielle textile Fertigungs- und Anwendungs- und Automatisierungsmöglichkeiten zu Unternehmen, die die moderne Landschaft der technischen Textilien bietet. Ja, mein Name ist Peter und ich leite die F&E-Abteilung bei Tönes, bin inzwischen seit über 10 Jahren dabei. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was ist Tönes? Tönes ist ein kleines, inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit 60 Mitarbeitern. Wir sitzen im schnuckeligen Kliphausen direkt an der A4, vor den Toren Dresdens und stellen auf über 100 Produktionsanlagen unterschiedliche Textilien und Composites für verschiedene Industriezweige her. Wir sind in der Lage, Entwicklungen im Rahmen von Produkt- und Prozessthemen gemeinsam mit einem sechsköpfigen F&E-Team umzusetzen und unter anderem auch Forschungsprojekte mit externen Partnern umzusetzen. Dabei werden wir zudem noch unterstützt natürlich von den kompetenten Fachabteilungen und von den Anwendungstechnikern. Wie gesagt, wir sind ein produzierendes Unternehmen und haben drei Produktbereiche, die auf den ersten Blick nicht zwingend deutlich zusammengehören, aber wenn man unter die Haube guckt, sieht man schon, dass Dichtung, Filtration, Schalldämpfung und auch Composites eigentlich eine Gemeinsamkeit haben, nämlich Fasern und technische Textilien. Und hier ein kleiner Einblick über die drei Sparten. Aber genug mit der Vorstellung. Composites wie CFK und GFK sind in der Vorstellung in der Regel immer mit Highlights verbunden. Von daher steige ich auch gleich mal mit so ein paar Hightech-Anwendungen ein, an die man im Normalfall bei sowas denkt. Allerdings möchte ich Ihnen auch gleich im nächsten Schritt den Zahn ziehen, denn so einfach, wie es hier auf den Bildern ist, möchte ich nicht machen. Das heißt, wir gucken uns nicht einfach eine trivialen, in Anführungsstrichen, CFK-Booster der Ariane an und auch so einfach wie beim Formel-1-Wagen wird das technische Textil bei mir jetzt nicht zu entdecken sein. Wie Sie sicherlich auch aus dem Produktions- und Prozessalltag wissen, ist das eigentliche Composite oder das eigentliche Bauteil, mit dem Sie sich wahrscheinlich hauptsächlich beschäftigen, eher unspektakulär. Das heißt, es kann reduziert werden auf Matrixmaterial und auf ein Fasermaterial, also ein technisches Textil, in der Regel irgendwo eine flächige Struktur. Das bekannteste dabei ist natürlich das Weben und mit dem werden auch die meisten im Composite-Bereich zu tun haben. Die Basis des technischen Textils wiederum ist in der Regel ein Hochleistungsmaterial, wie Glasfaser, Kohlefaser oder Aramid. Und diese können jedoch auch in verschiedenen anderen Verfahren hergestellt werden. Also da ist das Weben wirklich nur ein kleiner Bereich. Und es gibt zahlreiche andere Verfahren, mit denen das hergestellt werden kann. Man kann es runterbrechen auf ein Verkreuzen oder Verschlingen von fadenförmigen Materialien. Das klingt jetzt recht theoretisch. Und auf alle
Verfahren jetzt in dem Rahmen einzugehen, würde auf jeden Fall das Seminar sprengen. Deshalb möchte ich mich heute mit Ihnen gemeinsam mal dem Flechten und dem Stricken widmen und bei dem Flechten auch mal auf eine Besonderheit eingehen, nämlich das Diagonalflechten. Beginnen möchte ich mit dem Stricken, allerdings nicht mit kuscheligen Pullovern, sondern mit Kleinrundgestricken, mit denen aus Monofilamenten ja, Schläuche und Bänder hergestellt werden können, mit sogenannten Zungennadeln, die Sie hier sehen, werden maschenförmige Strukturen erstellt, wie auf dem, Entschuldigung, meine Maus war nicht zu sehen, die Sie hier sehen, werden maschenförmige Strukturen erstellt, die auf dem rechten Bild zu erkennen sind. Und das Ganze wird natürlich nicht von Hand hergestellt, sondern das wird in der Regel auf modernen Kleinrundstrickmaschinen hergestellt. Doch was löst das Ganze jetzt für ein Problem im technischen Alltag? Also in diesem Fall sorgt es einfach dafür, ganz plakativ gesagt, dass Sie an der Ampel nicht vom Fahrrad fallen. Denn dieses Gestrick finden Sie eigentlich in jedem modernen LKW im Bremssystem in Form eines Geräuschdämpfers. Und es sorgt dafür, dass hier gekennzeichnet die austretende Luft, die aus dem Bremssystem durch Trocknungsvorgänge zum Beispiel herausgebracht werden muss, nicht mit 90 Dezibel dort rausschießt, sondern mit entspannten 65 dB dort rauspustet. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum kommt da das Gestrick zum Einsatz? Das liegt einfach daran, dass wir das mit einer definierten, reproduzierbaren Struktur haben, deren Porigkeit bei uns einstellbar ist und exakt auf die Anforderungen des Bremssystems eingestellt werden kann. Das heißt, hier wird das Gestrick überführt von seiner eigentlichen Flechtenform in einen geometrischen Körper, in dem Fall einen Zylinder, und damit ja ein Problem gelöst, was man nicht zwingend sofort einem Textil zuordnen würde. Die nächste Technologie, die ich Ihnen kurz näher bringen möchte, ist das Flechten. Die meisten werden sicherlich schlauchförmige Geflechte kennen, wie es hier auf dem rechten Bild zu sehen ist. Auch hier hat es diesmal nichts mit Haarflechten zu tun. Aber neben dem runden Schlauchflechten gibt es noch eine Besonderheit. Das ist das Diagonalflechten. Und Diagonalgeflechte haben die Besonderheit, dass sie gefüllt sind und nicht schlauchförmig hohl vorkommen nicht schlauchförmig hohl sind. Um einen kleinen Überblick hier zu bieten, habe ich Ihnen das Ganze mal dargestellt. Also wie schon gesagt, das bekannte Rundgeflecht ist auf der linken Seite zu sehen. Hierbei wird ein Schlauch gefertigt, durch den dann Sachen durchgeführt werden können oder der technische Anwendung ummanteln kann. Also das heißt, es wird für thermische und elektrische Isolation oder Ummantelung eingesetzt. Und diese vollgefüllten sogenannten Diagonalgeflechte in unterschiedlicher Ausführung, also in unterschiedlicher Kompaktheit, kommen dann für Isolationsdichtschnüre und Stopfbuchspackungen zum Einsatz. Klingt erstmal recht unspektakulär und sitzt auch wieder im Verborgenen. Also jetzt möchte ich Ihnen das Ganze mal anhand eines technischen Beispiels zeigen. Hier in Form eines modernen Verbrennungsofen bzw. Holzvergaserofen, in dem so eine Dichtschnur dafür sorgt, dass die Verbrennung bzw. Vergasung effektiv abläuft. Also sie sorgt dafür, dass keine Nebenluft gezogen wird. Und auch wenn man denkt, okay, einfacher Ofen, ist das wirklich essentiell. Also die Effizienz sinkt extrem, wenn in dem Fall zum Beispiel Nebenluft gezogen wird und die elektrisch gesteuerte Verbrennung nicht ideal abläuft. Faserstoffe und speziell Dichtschnüre nutzt man hier auch wieder, weil sie reproduzierbar herstellbar sind, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Fließstoff oder so. Sie sind temperaturbeständig, isolierend,
dichtend und haben eine gewisse Rückstellung. Die kompakteren mehrbahnigen Geflechte, wie ich sie auf der Folie zuvor gezeigt habe, wie hier zum Beispiel ein vierdiagonales Geflecht, kommt hingegen als Stopfbuchspackung in in Spindeln, Armaturen und Ventilen zum Einsatz und sorgen unter anderem dafür, dass Chemieanlagen emissionsarm produzieren können. Und auch hier ist der Grund, warum man auf ein technisches Textil setzt, die einstellbare Dichte, die Flexibilität, die Reproduzierbarkeit und die Kombination, ganz wichtig hier, von verschiedenen Materialien, wodurch sich zum Beispiel Gleiteigenschaften und Temperaturbeständigkeit kombinieren lassen. In dem Fall sehen Sie hier eine Kombination aus einem Aramid und einem graphitierten PTFE, wodurch die Gleiteigenschaft hergestellt wird und das Material trotzdem temperatur- und mediumbeständig ist. Eine Besonderheit oder beziehungsweise ein weiteres Beispiel haben, denke ich, die meisten zu Hause, auch wenn es aktuell da ja, viele Diskussionen über Alternativen geht. Hier sehen Sie nämlich ein H2-Ready-Thermensystem der Firma Weiland und in dessen Inneren sitzt das Herzstück, der Wärmetauscher. Und dieser Wärmetauscher wird maßgeblich zur Außenwelt abgeschirmt, abgedichtet durch eine Graphitdichtung. Diese sehen Sie hier und es handelt sich auch in dem Fall um ein geflochtenes System. Man sieht es auf den ersten Blick nicht, weil der Ring, der hier dargestellt ist, aus einem Geflecht besteht, was zu einem Ring gelegt wird und anschließend noch verpresst. Das Ganze wird, wie gesagt, aus einem speziellen Material, in dem Fall Graphit, hergestellt, was in Schnurform vorliegt, auch nicht ganz alltäglich. Und im Anschluss auf den zweidiagonalen Flechtmaschinen zu einem kompakten Geflecht hergestellt. Auch hier wieder der Vorteil des technischen Textils. Man hat eine einstellbare Dichte durch die Änderung der Bindung und der Anpassung der Bindung kann die Dichte exakt auf den Bedarf eingestellt werden und das Graphit sorgt zudem dafür, dass die thermische Beständigkeit bis 550 Grad gegeben ist. Und ein weiterer Vorteil, mit dem wir uns immer mehr beschäftigen müssen und wir das auch in Zukunft jetzt sehr intensiv machen werden, ist das Thema Recycling. Also Graphit kann sortenrein bekannten Recycling-Kreisläufen zugeführt werden. Und ja, wir arbeiten da aktuell auch an einer Projektidee. Nun habe ich Ihnen schon ein bisschen dargestellt, dass solche Flechtstrukturen ja ganz verschieden aussehen können. Und um so eine Struktur auch besser auslegen zu können, gibt es spezielle Software. Und damit lassen sich neben diesen standardtechnischen Produkten auch interessante Innovationen berechnen oder beziehungsweise vorauslegen. Und da habe ich Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht, was wir im Rahmen eines projektbegleitenden Ausschusses für das Institut für Textilmaschinen und Hochleistungswerkstofftechnik der TU Dresden hergestellt haben. Es handelt sich dabei um ein Packungs- oder Diagonalgeflecht mit integrierten Formgedächtnislegierungen, was dadurch in der Lage ist, sobald man eine Spannung anlegt, sich in verschiedene Richtungen zu bewegen. Genau, so das einfach als Indikator, was damit auch möglich ist. In modernen Fertigungen können Sie sich vorstellen, passiert relativ wenig noch mit der Hand, auch wenn bei technischen Textilien doch noch viel Handarbeit dabei ist. Sind wir allerdings in den letzten Jahren sehr mit Automatisierung vorangeschritten und haben auch hier Prozesse automatisiert und dadurch auch die Wettbewerbsfähigkeit bei solchen ja, versteckten Bauteilen, die dann meistens auch eher im unteren Preissegment zu finden sind, die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Und glücklicherweise gibt es gerade hier im
in Sachsen und in Deutschland sehr innovative Sondermaschinenfertiger und Automatisierer, die sich dem komplexen Thema der technischen Textilien doch annehmen und uns dabei sehr gute und sehr interessante Lösungen auch jetzt entwickelt haben oder mit uns gemeinsam entwickelt haben. Im letzten Teil meiner kurzen Einführung in die Welt der technischen Textilien möchte ich den Bogen jetzt wieder zurückspannen zu den Composites und Ihnen zeigen, wie aus wiegeschlaffen Halbzeugen federleichte, stabile Profile und stahlfreie Bewehrungsbügel werden können. Auch hier rede ich wieder vom Flechten. Und in dem Fall werden Geflechte aus Hybridgarnen hergestellt. Die Fasern bestehen dabei aus einer Mischung aus Kunststoff und Carbon. Und sie werden in einem speziellen Verfahren im Anschluss zu runden oder rechteckigen Hohlprofilen gebacken. Den Flechtprozess sehen Sie hier nochmal ganz schön in dem kleinen Video. Wir arbeiten in dem Fall auf einem 96-Klöppel-Horizontalflechter, mit dem auch größere Strukturen umflochten werden können, wie in dem Fall ein 150 mm Rohrkörper. Und ja, wir arbeiten an verschiedenen Anwendungen und eine spannende davon bearbeiten wir aktuell sehr intensiv mit dem Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik der TU Dresden und unserem Projektpartner Rauchlandtechnik im Rahmen eines Technologietransferprojektes Leichtbaus. Und hier entsteht ein von Grund auf neu entwickelter Feststoff-Düngerstreuer mit einer Spannweite von bis zu 42 Metern. Und ja, hier spielen natürlich die Hochleistungsmaterialien in Kombination mit einem Matrixmaterial dann in Form von den Hohlprofilen ihre maximale Wirkung aus. Und dabei kommen dann nicht nur verschiedene Profilvarianten, zum Einsatz und zudem spielt die Lasteinleitung in Form von Lasteinleitungselementen, wie zum Beispiel diesem Ankerauge, eine entscheidende Rolle, weshalb wir auch hier eine Technologie zur Integration von stoffgleichen Kunststoffen entwickelt haben und damit auch eine Lösung bieten können, um nicht nur ein Profil in der Hand zu haben, sondern das auch in bestehende Konstruktionen mit einzubauen. Und eine letzte, auch für mich faszinierende Anwendung sind Bewehrungsbügel. Auch die bestehen wieder aus einem zweibahnigen Geflecht. Und hier spielt das Geflecht vor allem seine Vorteile im Krümmungsbereich aus. So können wesentlich geringere Biegeradien in den Umlenkungen realisiert werden und die metallfreien oder stahlfreien Bewehrungsbügel können ihre ganze Kraft entfalten und dafür sorgen, dass Bauteile wesentlich länger halten und sie wesentlich weniger Beton einsetzen müssen, um es herzustellen. Der Flechtprozess unterscheidet sich dabei nicht wesentlich von den zuvor bereits gezeigten, weshalb ich das auch jetzt nicht nochmal laufen lassen werde. Allerdings gibt es hier einen kleinen Unterschied, nämlich wir tränken das Material mit einem Epoxidharz direkt im Flechtpunkt und wickeln das Ganze im Anschluss definiert und vorgespannt auf und legen es reproduzierbar ab, bevor es konsolidiert wird. Ja, so sieht das Ganze dann in der Praxis aus und sorgt dafür, dass ein technisches Textil eine Fußgängerbrücke besonders schlank macht. Und in dem Fall sehen Sie hier eine Fußgängerbrücke der Firma Graf Bauunternehmen, die aus dem Projekt Varibridge gemeinsam mit der TU Chemnitz entstanden ist. Und die ist eingebaut in Wesselingen und hat im Brückenkopf beziehungsweise hier im Anfangsbereich und im Endbereich unsere Bügel integriert, um Kräfte aus den Carbonlamellen, die das eigentliche Tragwerk der Brücke darstellen, in das Auflager zu überführen und dafür zu sorgen, dass alles an der Stelle bleibt, wo es auch hin soll. Ja, ich hoffe, der Einblick war für Sie interessant und vielleicht haben Sie Lösungsansätze auch für Ihre Probleme entdeckt. Dann würde ich mich freuen, mit Ihnen gemeinsam auf Lösungsfindung zu gehen. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen, vielen Dank, Peter Schneider. Auch wir bedanken uns sehr für den schönen Vortrag, für den tiefen Einblick in die Arbeiten bei Tönes. Und ja, wir freuen uns auf alles, was da noch kommt.